Wo ist denn jetzt das Ziel? Fahren wir mal etwas schneller. So, zum Ziel dort vorne. Ach, da. Warte mal, was ist denn das hier? War ich hier schon mal? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich glaube nicht. Ist es... Ah, ja. Ja, ach, Nassau. Doch, hier war ich schon mal, ne? Ach so, Mensch. Stimmt, ich erinnere mich. Nassau, Bahamas, Januar 1718. Ein Rumpflip diesmal. Und wo soll ich bitte frische Eier in diesem Loch finden? Hier gibt es kaum mehr als Pisse und Insekten. Ei, wir arbeiten dran. Oh, werte Lady, sagt, wie nennt man euch? Wenn Sie nüchtern sind. Und später Kanaille. Doch niemals Lady. Nun, gütigste Anne, ich... Ein Eimer Scheiße, habt ihr mich gehört? Ein Eimer beschissene Scheiße! Das ist ein Trick, um uns einzuwickeln, bevor sie Nassau angreifen. Ihr werdet sehen, merkt's euch! Das ist kein Trick, Wayne! Ich habe es direkt aus dem Mund dieses Bermuda-Hauptmanns. Es gibt ein Generalpardon für alle Piraten, die sich stellen. Trick oder nicht, es ist wohl klar, dass die Briten nach Nassau zurückkehren. Und nicht ohne Waffen. Wir brauchen einen Plan. Komm mit uns, Kenway. Da braut sich was zusammen. Okay. Blackbeard. Das ist, glaube ich, auch... das ist doch die Spinne... die Stimme von diesem Blackbeard, ne? Aus Flug der Karibik, meine ich jetzt. Tut nichts, was dem König sauer aufstoßen könnte. Das Sodbrennen des Königs! Nicht im geringsten, Ben. Wird es aber, wenn er seine Truppen schickt, um die Reste von uns von dieser Insel zu tilgen. Sieh dich um, Mann. Willst du für diese Sickergrube sterben? Ei! Es ist unsere Republik. Unsere Idee. Ein freies Land für freie Männer. Vergessen? Es mag ein schmuddeliger Anblick sein. Aber ist es nicht trotzdem wert, dafür zu kämpfen? Ich bin mir nicht sicher. Wenn ich mir die Früchte unserer Arbeit so ansehe, sehe ich nur Krankheit. Hast du irgendwelche Folgen, die ich vergessen will? Dummheit. Es gibt kein bisschen Unterschied zwischen hier und London, oder? Patch hat recht, Mann. Mit etwas Abstand betrachtet, geht es uns doch gar nicht so schlecht. Es gibt Sonne, Rum und Vergnügen, soweit das Auge reicht. Ei, Nassau mag aus der Ferne gut aussehen. Doch an seinem Kern nagt Krankheit, die ich nicht ertrage. Krankheit kann geheilt werden, Ben. Wenn man nur die richtige Medizin hat. Aber Tote kann man nicht wiedererwecken. Ich glaube nicht, welcher Mist da über deine Lippen kommt. Dann nimm das Pardon noch an und vergiss es alles. Frieden, alle beide. Wir können beides erreichen, wenn wir gemeinsam vorgehen. Finden wir Medizin, die uns Linderung verschafft. Aber ohne die Briten auf den Plan zu rufen. Die Stimme von dem einen ist so leise irgendwie. Ich weiß nicht wieso. Mich denkt der nächste Doktor sitzt gemütlich in Havanna. Kein Ort, den ich aufsuchen möchte. Die spanische Flotte, die vor zwei Jahren sank, hatte Medizin an Bord. Alles versiegelt in Glasampullen. Du brauchtest eine Tauchglocke, um so tief zu tauchen. Ei, und mit etwas Geld und Vorräten kann eine Tauchglocke nicht schwer zu beschaffen sein. Diesen Plan kann ich unterstützen. Medizin finden, ohne Ärger zu beschwören. Einverstanden, Thatch. Einverstanden. Ei. Ich treffe euch bei den Wracks, sobald du bereit bist, Kenway. Okay. Denk daran, Thatch. Lass die Kanonen verkorken. Pass auf, Ben! Ja. Nassau ist bereits erkundet, zum Glück. Eine Tauchglocke kaufen. Ach ja, warum denn auch nicht? Kaufe ich einfach mal eine Tauchglocke hier. Die gibt's ja überall, ne? Das ist ja, sowas ist ja... Naja, hier, geh mal runter bitte und rede mal mit dem. Hier, kaufen.
Eine Tauchglocke kaufen. Kaufen? Ja. Jackdaw-Upgrades. Rumpfausbau? Nö. Breitseitenkanonen ist es auch nicht. Jagdkanonen, das ist alles keine Tauch... Ach, da unten, ach Gott. Ja gut, man kann dann natürlich auch runterscrollen, aber da muss man auch erstmal drauf kommen. Ja, hier könnte ich ja auch nochmal, siehst du, warte, ich nehme erstmal die Tauchglocke. Bestätigen. So, okay, haben wir das gekauft. Jetzt kann ich eigentlich nochmal die Stärke der Feuerfässer... Ja, bestätigen wir das mal. So, okay. Ja, brauche ich mehr Pläne. Okay, jetzt so. Lager für schwere Kugeln, für Frachtraum. Ah, dann kann ich auch nochmal bestätigen wir das mal. So. Okay, habe ich überhaupt noch Geld? Ein bisschen. Lager für schwere Kugeln erhöhe ich auch mal. Und kann ich nochmal erhöhen? Ja, Mörser. Da. Huch. Nanu. Bestätigen. Und Feuerfässer, da wollen wir auch noch mehr tragen. So, jetzt habe ich bloß kaum noch Geld. Das ist ein bisschen doof. Panzerung des Beibootes, naja, wozu? So, das kann ich alles eh nicht. Achso, das ist einfach zu... Nee, das kann ich sowieso nicht kaufen, auch wenn es sowieso zu teuer ist, aber... Ach, das habe ich schon erworben, okay. Das hier könnte ich noch kaufen, aber nee, lass ich mal. Okay, zurück. Zurück, zurück. Okay. Ja, Karte. Schön. Und jetzt? Keine Ahnung. Er zeigt mir nur die Karte irgendwie an. Mehr aber auch nicht. Okay. What have you said? I don't understand this. Keine Ahnung. So. Wo ist denn mein Ziel? Eine sehr gute Frage. Ich vermute hier auf meinem Schiff erstmal. Und dann muss ich irgendwie untertauchen. Also, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Hier irgendwo befindet sich mein Ziel. Hier, Steuerruder. Nehmen wir das mal und segeln wir mal los. In See stechen. Die arme See, die wird immer gestochen. Echt mal. Ja, es muss doch langsam wehtun. Stell dir vor, jemand sticht dich die ganze Zeit. Oder sticht die ganze Zeit in dich hinein. Das muss doch kacke sein. Warte. Wo muss ich denn hin? Ach, hier ist der Assassinenauftrag. Siehst du, guck dir das mal an da. Attentatsziel. Ich vermute fast, ich sollte da vielleicht mal hingehen. Ach komm, wenn ich jetzt eh schon da bin. Ja, da kann ich doch mal... Ich meine, die kann ich ja theoretisch... Die sind ja jetzt nicht so stark, glaube ich. Ich glaube, ich fahre gleich irgendwo... Ach nee, doch nicht. Problem ist nur, wie kriege ich die jetzt hier? Ach ja, so zum Beispiel. Huch. Ja, gegen so eine Insel sollte man natürlich nicht gegenfahren. Steuerruder nehmen wir mal und dann wollen wir mal ganz kurz nochmal was ist jetzt da das Ziel? Das Boot offensichtlich ja nicht. Okay, keine Ahnung. Oh. Ich würde gerne rückwärts fahren. Das wäre jetzt eigentlich der Plan. So, warte mal. So vielleicht. Huch, da ist so ein Fass schon wieder. Ist das von mir? Nee, ne? Doch, ich glaube ja. Warte mal, ich muss mal hier ganz kurz das Schiff da plündern. Oder entern. Ich könnte es auch versenken. Ich könnte es auch einfach versenken, aber nee. Ja, das geht ja nicht. Zum Entern S halten. So. Auch wenn das jetzt nicht wirklich eine Herausforderung ist bei den kleinen Schiffen da. Aber, Buch, benutze das doch mal bitte. Ja, irgendwie treffe ich die nur nicht. Ein bisschen ungeil. Da, hier ist nur einer, da. Gucke mal. Und da ist nur einer, der sterben möchte. Ja. Gut. Ach Gott.
Ja, ich kann die Verteidigung durchbrechen, das ist ja schön. So, ich muss ja bloß einen töten von denen, das ist es ja. Ach, schon fertig. So, haben sie aufgegeben. Siehst du, so einfach geht das. Und ich kann die Jackdaw reparieren. Das wollte ich eigentlich nur. Mal sehen, was bekomme ich denn da? Naja, ein Crewmitglied. Okay, Jackdaw reparieren. Interessant, dass ich den Bekanntheitsgrad da verringern kann. Wie soll denn das gehen? Verstehe ich nicht. Sagen die denn Bescheid, dass ich nicht mehr so bekannt bin, weil ich die geändert habe und dann wieder freigelassen habe oder was? Das verstehe ich jetzt nicht so ganz. So, komm, das Schiff da möchte ich auch nochmal ganz kurz. Ja, wenn schon, denn schon, ne? Weißt du ja. So. Okay, fahren wir mal etwas schneller und... So, wieder langsamer, okay. Gut. Zum Entern S halten, yeah. So, dann entern wir mal. Benutzen. Kann ich da überhaupt... Doch, den treffe ich noch und... Da vielleicht irgendwo, keine Ahnung. Wo schießt es denn da hin? Ich sehe da nichts. Nanu, jetzt. Tot. Okay. Kann ich noch einen abschießen vielleicht? Na, toll. Jetzt habe ich, glaube ich, ein Crewmitglied getötet. Okay, das war nicht so schlau. So. Na komm schon. Pulverreserve. Drücken Sie E oder schießen Sie auf Sie, um die Pulverreserve zu... Weiß ich nicht. Huch, schon wieder ein Crewmitglied verloren. Gibt's ja nicht. Tja, so gehe ich mit meiner Crew um. Verliere ich dauernd welche. Ist ja unfassbar. So, Jackdaw wollen wir nochmal reparieren, oder? Ja. Komm. Ein Crewmitglied haben wir auch bekommen. Ich weiß nicht, was ich sonst machen sollte mit dem Schiff. Keine Ahnung. So. Dann mache ich nochmal den Assassinenauftrag. Wo ist er denn jetzt? Genau andersrum natürlich. Genau auf der anderen Seite. Oh, Welle. Boah, ist das schön hier. Muss ich ja sagen. Das ist richtig schön hier. Das gefällt mir so. Hellblaues Meer da vorne. Boah, hier wäre ich jetzt echt gerne gerade. Ja. Im Gegensatz zu diesem komischen Wetter hier. Was ja richtig winterlich ist. Ja, es ist ja ein Traum einfach. Also im echten Leben jetzt. Verstehe ich gar nicht. Liegt das an der globalen Erwärmung oder ist es einfach Zufall, dass es so warm ist? Ich vermute fast, dass es eher Zufall ist, aber... Ja, ich will ja schon langsamer und dann hier runter. So, ich möchte ja ans Land. Deswegen segel ich ja auch darauf zu, du Witzbold. Echt mal. So, jetzt lass dich nochmal fallen und dann... Schwimmen wir mal darüber und machen diesen Assassinenauftrag. So. Echt schön hier, muss ich ja echt sagen. Es flackert so ein bisschen, aber ansonsten geht das eigentlich. So. V, um das Adlerauge zu aktivieren. Okay. Fuck. Da sind Feinde. Wo ist denn der, den ich töten soll? Ich sehe ihn noch nicht. Ich gehe mal hier jetzt hinten lang. Einfach so. Da ist ein Boot. Okay. Fettes Boot? Nee. Brot? Nee. Keine Ahnung. Irgendwen hier soll ich töten offensichtlich. Ich weiß noch nicht genau wen. Ach da. Gucke mal. Wen haben wir denn? Daneben natürlich. Huch. Ach Gott. Jetzt kommen die hier alle. Scheiße. Huch, alter Schwede, wow. Es sind zum Glück überhaupt nicht viele. Ich soll Rauchbomben benutzen, sagte man mir. Übrigens sollte ich auch mal Schwerter benutzen. Warte mal. So, mit Schwertern geht schon etwas besser. Na komm schon. Jetzt schießt er auf mich. Huch, nein. War kacke. Wieso haut er denn auch nicht? Das verstehe ich nicht. Stattdessen lässt er sich anschießen, anstatt ihn einfach zu hauen, während der seine Pistole draußen hat, weißt du? Voll sinnvoll. Ich muss mal aus dem Kampf fliehen, glaube ich. Wenn ich denn kann. Ist natürlich
Frage, ob ich das kann. Hallo, jetzt lauf doch mal, verdammt. Um dich zu regenerieren und so, weißt du? Na gut, hier ist jetzt auch nicht wirklich das beste Versteck. Lauf ich mal einfach. Na gut, das mit dem Regenerieren klappt ja wunderbar. Toll. Da, jetzt laufe ich hier die ganze Zeit durchs Wasser, aber egal. So, guck mal, hier liegen ein paar Tote rum. Was ist denn da passiert? Ja, so geht's auch. Huch, ich muss ein bisschen kontern hier. Und nochmal laufen. Na komm schon, das klappt jetzt auch. So, jetzt mach doch mal den da bitte platt. Nicht, ja, der geht auch, aber der hier soll eigentlich sterben. Nein, das mit dem Kontern klappt ja auch wunderbar. Ist er jetzt tot? Nee, immer noch nicht. Das gibt's doch gar nicht. Jetzt! Na also, geht doch. Na siehste. So, jetzt hole ich mir nochmal das Animus-Fragment und dann muss ich aber auch mal eine Aufnahmepause machen. So, schon wieder 2.45 Uhr. Kommt er da nicht hoch? Okay, warte. Kommt er hier hoch? Natürlich auch nicht. Und ich weiß ehrlich gesagt auch gar nicht, wie ich da rankomme. Ah, ich muss, glaube ich, irgendwie hier rauf. Moment. Auf diesen Baum muss ich, glaube ich, rauf. Jetzt noch die Frage, wie zur Hölle schafft man das, da rauf zu kommen? Ich glaube, man muss irgendwie auf diesen Ast hier... Hallo? Alter, was machst du denn da? Du sollst dich da nicht ranstellen, du sollst auf diesen Ast da rauf gehen. Genauso. Ja, oder so. Ja. Okay, ich sag dazu jetzt mal nichts. Da ist das Animus-Fragment. Ach, guck mal, so einfach geht das. Okay. Ja. Ansonsten ist hier noch eine Truhe. Und natürlich ganz viele Leute, die mich angreifen. Toll. Ist ja richtig praktisch. Ja, komm, das hole ich mir auch nochmal hier. So, da war er tot. Ich kann die Munition plündern. Warte mal. Oder auch nicht. Wenn ich denn darf jetzt. Okay. Natürlich greift mich dann gleich der Nächste an. So, da war er tot. Fuck. Das gibt's doch gar nicht. Hilfe. Ich will doch nur ganz kurz. Ach du Scheiße. Ich komme hier gar nicht dazu, die Rauchbomben einzusetzen, die ich mal einsetzen sollte. Huch. Mit F. Oder auch nicht. Jetzt. So, jetzt sind sie ein bisschen desorientiert. Das ist ganz praktisch. Und ich kann mir mal, warte, erstmal diese Schatzkarte hier holen oder was auch immer das ist. Eine Schatzkarte wahrscheinlich. Ach hier. Da ist sie ja. So, interagieren. Was ist das überhaupt? Abaco Island. Ach Gott, hier ist schon wieder ein Schatz irgendwo. Ich weiß aber nicht wo, okay. Was fehlt denn hier noch? Zoom mal ein bisschen raus. Zeigt er mich an, natürlich. Ja gut, so viel ist es jetzt nicht mehr. Ja, das mache ich jetzt nochmal schnell, weißt du, zum Ende der Folge, weil ich in der anderen Folge so viel rumgetrödelt habe oder nichts auf die Reihe bekommen habe. Einmal zumindest in der anderen Folge jetzt, dann kann ich das... Naja, so. Wo ist denn jetzt... ach, da vorne, gucke mal. So, einfach runterspringen. Und dann kann man ja mal dahin gehen. Zum Brief. So, und den auch nochmal holen. Okay. So, habe ich wieder die Waffe gewechselt. Ist auch nicht schlecht. So, eine Flasche liegt dort herum. Hier. Nee. Ach, da. Interagieren. Na, was steht da drin? Na, was steht da drin? Was ist das? Bestimmt wieder irgendwas für die Datenbank. Ach, nee. Okay, so viel zu lesen hier. Zu meinem Arbeitgeber muss ich etwas sagen, denn es waren seine Verbindungen, bla 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 bla. Okay, gut, das lese ich jetzt nicht alles vor. Ach du Scheiße. Nee, das... Ihr könnt es gerne selber spielen und selber alles vorlesen. Aber ich muss ja jetzt wirklich nicht alles mitnehmen. Da sitze ich ja noch in 2 Jahren dran. Ja, dann dauert das länger als das Herr der Ringe Online-Let's Play. Oder Minecraft, wobei Minecraft ist ja im Moment endlos.
Zumindest war das der Plan, ob das jetzt so lange noch, wie lange das jetzt noch laufen wird, weiß ich nicht. Zumindest ist gerade kein Ende geplant, also endlos kann man doch schon so sagen. So, ich kann die Truhe natürlich nicht mitnehmen, weil die hier mich angreifen. Okay, da war er tot. Und dann nehmen wir mal die Truhe, erbeuten. So, hey, 1 von 1 Truhen. So, plündern wir hier mal. Mal sehen, was hat er denn? Ah, nichts Sinnvolles leider. Okay, wo ist das Animus-Fragment? Wahrscheinlich direkt über mir, wo ich es nicht sehe. Da oben ist es, warte. Muss ich da... Das bringt mich hier fast auf die Palme, würde ich sagen. Huch. Kann ich die Palme hochklettern? Nee, ne, leider nicht. Glaube ich nicht, dass das geht. Nee, wie denn? Warte mal, ich kann aber hier rauf. Ich kann darauf. Das bringt mich schon mal ein wenig höher. Glaube ich. Ich kann doch da bestimmt rauf. Alter, jetzt. Wieso kann er eigentlich keine Palmen hochklettern? Weißt du, er kann sonst alles, aber Palmen, da kommt er nicht hoch. Wieso kommt er denn hier nicht hoch? Ist es denn so schwer, da rauf zu kommen? Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, da soll ich nicht rauf. Oder doch? Vielleicht kann ich da... Nee. Nee, hä? Ich habe keine Ahnung, wie ich zu diesem Fragment kommen soll. Über diesen Baum hier noch. Höchstens. Das wäre noch eine Idee. Aber da komme ich ja auch nicht hoch. Oder doch? Hier vielleicht. Wenn er jetzt noch hochgehen würde und nicht irgendwie ganz komisch da... Ja, da kannst du doch... Wieso kannst du dich denn da nicht festhalten? Guck mal, da ist doch was zum Festhalten, oder nicht? Ich probiere es mal auf der anderen Seite. Nee, das klappt so nicht. Vielleicht vom Schiff aus? Komme ich denn aufs Schiff rauf? Ich glaube ja auch nicht. Nee, das wird doch auch nichts. Hm, ist ja seltsam. Doch, ich glaube, aufs Schiff komme ich sogar nicht rauf. Wieso nicht? Müsste doch eigentlich... Also, der springt einfach nicht. Der will nicht rauf. Ich glaube, das soll einfach nicht gehen. Das kann ich mir aber auch nicht vorstellen. Dass ich nicht auf das... Ach doch, hier komme ich doch rauf. Nö. Er will einfach nicht rauf. Hier, er kommt da locker rauf, aber will nicht. Hier, sogar mit Leiter. Ach doch, jetzt will er doch rauf. Hä? Du verwirrst mich echt. Du komischer Charakter hier. Das nimmt schon wieder bizarre Züge an, hier sozusagen. Die Frage ist nur, wie komme ich von hier aus zu diesem komischen Fragment hin? Ich könnte mich fallen lassen. Oder ich probiere es mal noch ein bisschen höher. Warte mal. Ich habe gerade keine Ahnung. Jetzt hänge ich hier schon wieder so ewig... Ich glaube, da komme ich gar nicht hoch, ne? Scheiße, vielleicht auf der... Nee, da komme ich ja gar nicht hoch. Das ist ja doof. Wer baut denn sowas? Kommt man ja gar nicht rauf. Was soll denn das? Ich dachte, jetzt komme ich da oben rauf, muss denn von oben vielleicht, aber das geht gar nicht. Siehst du, da hängt er sogar fest aus irgendeinem Grund. Okay, ich kann jetzt theoretisch hier rüberspringen. Dann passiert das. Das klappt wunderbar. Scheiße, wie komme ich denn da jetzt ran? Ich muss bestimmt auf dem... Baum rauf, oder? Aber da komme ich ja nicht rauf, das ist es ja. Zumindest, ach, gucke mal. Die Palme habe ich am Anfang komplett übersehen. Okay, ich muss einfach auf den Baum rauf. Ich mache es mir hier wieder unnötig kompliziert. Das Fragment ist... Ah, ja gut. So geht es natürlich auch. Ja, okay, haben wir es auch geschafft. Jetzt gehe ich mal ganz kurz nochmal... auf mein Schiff zurück. Und dann würde ich sagen, ja, speichert er jetzt? Nee, jetzt speichert er natürlich nicht. Okay, egal. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Und dann, ja, ahoi, ihr Landratten. Und tschüss.